Okay, wir überraschen jetzt mal Angie. Sie kriegt eigentlich eine viel krassere Überraschung von Mike und ich werde sie einfach mit der Überraschung von seiner Überraschung ablenken, damit alles klappt. Aber das wird richtig krass. Es ist... Oh fuck, oh. Oh mein Gott, es ist schon noch drei. Und ich habe gerade Übernachtungsparty bei Mike. Wir schauen David Dobrik Vlogs. Machen wir was Lustiges. Jetzt noch. Ja, wir haben heute eh schon viel gemacht. Nein, jetzt kommt's. Wir haben heute einen Song gefreestylt und der Mike hat den produziert. Drop my hands in the house tonight. Ich erzähle euch von meiner Erfolgsgeschichte. Leute fragen mich, wie ich so erfolgreich sein kann. Deswegen fange ich jetzt darüber zu rappen an. Ich hab ne Wohnung um 350 im Monat. Das ist krass, das ist krass, das ist super krass. Manchmal werde ich immer wieder gefragt, wie viel Geld ich gerade am Konto hab. Jetzt mal die gleiche Antwort. Na, plus, hab ich gerade? Echt? Plus 50 Na. Euro. Ja, dann kannst du mir schon mal einen Teil meiner Schulden zurückzahlen. Aber sonst geht's mir gut. Morgen fahr ich nach Graz. Ich bin wieder in Graz, weil ich heute Vorsicherheitstraining habe. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich will nicht hin. Es ist basically Schule und danach halt ein bisschen Autofahren. Aber ich muss. Ich bin gerade beim Fahrtechnikzentrum und ich habe einmal die Strecken gesehen. Das ist ein Spülplatz. Nein, jetzt habe ich nicht keinen Bock mehr drauf. Jetzt habe ich Angst davor. Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Ich probiere jetzt mal die Kamera anzupicken. Das wird die nächste Herausforderung. Auf die Heimatstadt. Geht's zu kommen? Was ist los, ha? Hanna, magst du den Opel? Ich bin wieder in Wien und ich habe eine neue Wohnung. Eigentlich ist das Apartment von der Anna Striegel, aber die Anna Striegel ist jetzt in Tirol und deswegen bin ich jetzt da, weil es ist ein cooles Zimmer, ich sag's euch einmal. Hier direkt beim Eingang sind Schränke und das haben wir nicht ganz geheuer, weil bei Mike kommt schon mal vor, dass da Menschen im Schrank sind, deswegen halte ich zu denen Abstand. Da ist sozusagen das Wohnzimmer, da seht ihr immer und cut meine Videos. Genau so. Übrigens wohnt der Mike im gleichen Gebäude wie ich. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Unterhaltung oder so braucht, dann geh ich einfach auf. Und das machen wir jetzt. Jetzt überraschen wir den Mike. Boah. Das war nicht schräg. Mike. Boah. Holy shit. Warum schaust du aus wie ein Schwammerl? Du bist original die Schlumpfine, I swear. Holy shit. Was? Ich muss kurz erklären, warum das krass ist. Der war heute in meinem Zimmer und ich habe so Angst davor gehabt, dass der Mike den wieder rausbringen hat müssen. Und jetzt ist er auf einmal im Lift. Wo bist du denn da? Hast du den daher geschaut? Nein! Sei ehrlich. Der Verfall. I swear. Heute in der Nacht wache ich wahrscheinlich auf und dann ist er nicht. Okay. Weißt du, was am Samstag passiert? Malenchis Geburtstag. Ich überrasche Malenchi. Ja, was? Ich habe noch nicht die perfekte Idee. Über was wird sie Malenchi freuen? Gut. Hab ich keins. Make-up. Kenne ich mich nicht aus. Schulabschluss. Das ist Malenchi. Malenchi hat morgen Geburtstag und wir werden sie überraschen. Also ihr und ich, wir zusammen. Also ich überrasche sie und ihr schaut zu. Vor ein paar Monaten hat sie nämlich das in ihrer Story gehabt. Sie hätte gern einen Geburtstagskuchen mit der Aufschrift. Das wäre ja so unangenehm, bei einer Bäckerei anzurufen und fragen, ob die das aufschreiben können. Deswegen habe ich es natürlich gemacht. Grüß Gott, Tulnik spricht. Ich wollte fragen, ob es möglich wäre, dass ich bis morgen nur einen Kuchen kriege. Grüß Gott, Tulnik spricht. Ich wollte fragen, ob es möglich ist, dass ich bis morgen nur einen ganz einfachen Kuchen kriege mit einer Zuckerschrift drüber. Okay, ich habe es versucht, ich habe es wirklich probiert, aber wenn die ganze Bäckerei zu haben, kann ich nichts machen. Der nächste Plan ist, ich backe den Kuchen selber. Backen ist einfach meine Leidenschaft, ich kann backen. Hier ist Hanna in ihrer Meth-Küche. Ich wollte eigentlich so einen Kuchenboden kaufen und das raufschreiben. Aber ich habe nicht so einen Kuchenboden gefunden, deswegen muss ich jetzt mit Wunschkrapferl machen. Nein, das ist der Boden vom Kuchen? Ja, ich wollte 18 drauf pinnen, habe aber leider nur mehr 8 gehabt, deswegen alles Gute zum 8. Geburtstag. Du kannst die 8 querlegen und einfach sagen, wir haben dich unendlich viel lieb. Ich schenke einfach das. Loser. Stell dir vor, das C geht einfach verloren. Und sie ist, ah, danke Mausi. Danke Mausi. Was heißt das? Das ist aber noch nicht alles. Weil wisst ihr, wie Malenchi und ich uns kennengelernt haben? Mit so 30.000 Abonnenten auf TikTok damals habe ich meine erste Kooperation gehabt. Das Video war natürlich mega schlecht, weil es war meine erste Kooperation und ich habe gerade erst mit TikTok angefangen. Und Malenchi hat dann kommentiert mit, wow. Was für eine Werbung. War für mich total komisch, weil für mich war sie so eine große TikTokerin, die bei mir so kommentiert und voll hatet. Und die Leute haben dann aber ihr kommentiert, hey, was hast du gegen Hanna Tulnik? Und dann hat sie mir das geschrieben. Der Kommentar unter deinem Video sollte kein Angriff sein. Und wenn es so rüberkam, dann I'm so sorry. Sorry. Ja, und seitdem sind wir Besties. Und genau deswegen kriegt sie jetzt so eine Karte mit, wow, was für ein Geburtstag. Das ist die Karte. Und ich finde, passt voll zu Malenchi, weil die ist so kreativ. Vielleicht checkt sie den Zusammenhang, vielleicht aber nicht, weil das ist echt schon lang her. Übrigens wird sie von Mike nur mit etwas viel krasserem überrascht. Aber ich glaube, das darf ich nur nicht sagen. Das seht ihr dann alles bei ihm im Vlog. Und jetzt
geht's los zu Malenchi. Okay, wir überraschen jetzt Malenchi. Sie kriegt eigentlich eine viel krassere Überraschung von Mike und ich werde sie einfach mit der Überraschung von seiner Überraschung ablenken, damit alles klappt. Aber das wird richtig krass. Warten wir mal ab, wie krass das wird. Ich glaube, er ist richtig krass scheiße, wenn wir es machen. Es kommt drauf an. So krass. Entweder geht alles schief oder es wird cool. Oder es geht alles schief. Whatever I can do to get my mind off you. Jeder von euch in meinem Leben ist. I love you guys. Voll das gute Herz. Man kennt fast, dass es Herz ist. Ich habe jetzt die Torte von meiner Mama an. Milchmausi? Na! Milchmausi, das hat der Mama gemacht. Ja, und sie weiß nicht, was das heißt. Sie weiß nicht, was das heißt? Ja. Oh. Ist so fein, dass ihr beide das gleiche gemacht habt. I'ma do what I like. I'ma eat what I like.